Steuergelder wurden zur Finanzierung von Terroristen herangezogen. Das hat inzwischen sogar selbst die UN herausgefunden. Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung uns das jetzt wieder verkaufen möchte. Es geht um die UNRWA im Gazastreifen. Es geht um diese Hilfsorganisation, die nicht nur im Verdacht gestanden hat. Es ist jetzt offiziell, mindestens 7 Mitarbeiter gegen 30 weitere laufen die Ermittlungen noch, waren Teil des Terrorüberfalls vom 7. Oktober auf Israel. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist mal wieder passiert, was hätte nie passieren dürfen. Der deutsche Steuerzahler hat Terroristen finanziert mit seinem Steuergeld. Und ich nenne wieder ganz böse Worte hier. Das Wort mit T, das fällt hier öfter. Denn es war unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock höchstpersönlich, die noch im Oktober letzten Jahres davon gesprochen hatte, dass Terror und Verbrechen über Israel hereingebrochen sind. Gebracht wurde es von der Terrororganisation Hamas. Und das wussten wir alles schon. Und es gab damals schon den Verdacht, dass Mitarbeiter der UNRWA, des Hilfswerks der Vereinten Nationen, die dort unten eigentlich Schulen betreiben sollten, Schüler unterrichten sollten, dass diese beteiligt waren. Und zwar inzwischen wissen wir, sie waren beteiligt an direkten Morden und Vergewaltigungen. Das hat inzwischen die UN zugegeben. Die entsprechenden Mitarbeiter hat man dann jetzt entlassen, nach 6 Monaten. Ja, also noch länger wie 6 Monate. Völliger Wahnsinn. Ich warte drauf, dass jetzt die Bundesregierung wieder hingeht, mich oder zum Beispiel Herrn Reichelt, den haben Sie viel mehr auf dem Kieker, verklagen für diese Worte, was ich hier jetzt Ihnen wieder ans Bein werfe. Die Bundesregierung unter Führung von Olaf Scholz hat Terroristen finanziert mit dem Geld der Steuerzahler und dafür haben sie sich mehr wie nur zu entschuldigen, denn viele haben es gewusst, es waren dann wieder die Islamophoben, die Spinner, die Hetzer, die Querdenker, die Verschwörungstheoretiker und was sie alles so sonst noch für einen übrig haben. Frau Baerbock hat dann letztes Jahr allerdings schon schnell beigedreht, wie diese Anzeichen für diese Beweise hier sich verdichteten, hat sie gefordert, dass natürlich die UNRWA hier, also die UN, eine Untersuchung einleiten muss. Also ganz genau, die Firma, die die Kriminellen in ihrer Organisation hat, soll jetzt selbst auf Suche nach den Kriminellen gehen. Wunderbare Sache, wenn ihr mich fragt. Das ist wie, wenn wir die Bundeswehr selbst nach Rechten in der Bundeswehr suchen lassen, jetzt nur mal um das Beispiel zu nennen, oder wir beauftragen die Antifa, sie soll doch bitte die Linken bei der Antifa finden. Völliger Wahnsinn. Man darf das nicht solchen Amateuren überlassen. Und Annalena Baerbock hat sich letztes Jahr selbstverständlich auch noch gerechtfertigt dafür, dass die UNRWA weiterhin Teil der Unterstützung Deutschlands ist. Man hat also, obwohl man wusste, dass vermutlich Mitarbeiter beteiligt waren, weiter Geld dorthin bezahlt. Und das nennt man Beihilfe zum Terrorismus. Das ist Unterstützung von Terrororganisationen. Und wenn Sie meinen, Sie ziehen mich damit vor Gericht, würde ich gerne in der Hauptsache klären lassen, ob die Bundesregierung hier Terroristen unterstützt hat. Die UN sagt selbst, dass ihre Mitarbeiter nicht frei von Schuld sind. Und die Bundesregierung, sie sieht allerdings kein Problem daran. Ja, dann waren da halt mal ein paar Personen dabei, die da nicht hingehört haben. Aber sie würden niemals auf die Idee kommen, dass ihre eigene Ideologie Teil des Problems ist. Ja, aber nein, Leute, völliger Wahnsinn. Dein und mein Steuergeld wird hier zum Fenster hinausgeblasen, um irgendwelchen dahergelaufenen, die sagen, sie machen in Gaza dies und das. Und es gab so viele Warnungen. Es gab so viele Warnungen. Es geht hier um die strukturellen Probleme der ganzen UN-Unterstützung in Gaza. Und da kommen wir immer wieder auf die gleichen Punkte am Ende zurück. Stellt die Frage, warum keines der arabischen Brüderländer bereit ist, die Palästinenser aus Gaza aufzunehmen. Selbst die Ägypter bauen einen 20 Meter hohen Zaun, weil sie diese Leute nicht in ihrer Gesellschaft haben wollen. Aber wir sollen sie aufnehmen. Diese Debatte müssen wir öffentlich führen, sonst sind wir übermorgen, wie in England, im Bürgerkrieg. Jeder, der davor die Augen verschließt, soll weiterhin die Tagesschau schauen. Und dann werdet ihr irgendwann merken, wenn die ganzen Leistungsträger dann wie damals vor 1933 das Land verlassen und abhauen, dass dann die Steuereinnahmen flöten gehen und dann können sie in ihrem sozialistischen System einfach weiter Geld drucken und vor allem wird niemand eure Renten bezahlen. Das ist ja das, was sie nicht kapieren wollen, ja? Sie können Politik machen, wie sie wollen, selbstverständlich, wie gewählt, so geliefert. Aber
Ihr müsst in die Zukunft denken. Ihr habt alle Vermögensansprüche, ihr habt Rentenansprüche, ihr habt Pensionsansprüche, die habt ihr gegenüber dem deutschen Staat. Wenn der deutsche Staat allerdings durch verfehlte Politik seine eigene Wirtschaftsleistung beschneidet, sein eigenes Steueraufkommen dadurch am Ende sogar reduziert oder am Ende es dann doch erhöht, weil einfach die Steuern steigen, dann wird das am Ende in völliger Verwahrlosung enden, in völliger Misswirtschaft. Da war die DDR noch Gold dagegen, aber sie glauben ja ernsthaft, sie machen hier weiter. Es gibt jetzt neue Zahlen, seit 2015 sind 12,5 Millionen Menschen zugewandert nach Deutschland, auch eine Menge wieder abgewandert, aber sie zahlen vor allem nicht Steuern. Ja? Ihr müsst mal überlegen, die Einkommenssteuer, ja, das sind 218 Milliarden Euro pro Jahr. Davon zahlen die oberen 10% die Hälfte. Also über 100 Milliarden Euro aus der Einkommenssteuer kommen von dem oberen Zehntel, die überhaupt Einkommenssteuer bezahlen. Aber dann ist man gleich wieder bei der Neiddebatte dabei, wenn die kalte Progression angepasst wird und am Ende dabei rauskommt, dass der mit mehr Einkommen mehr Geld zurückkriegt. Logisch, wenn ich 100.000 Euro Einkommen habe, bezahle ich 42.000 Euro Steuern. Habe ich 100 Euro Einkommen, bezahle ich 0 Euro Steuern. Dass der 42.000 Euro Steuern bezahlt, mehr zurückbekommt, wie der 0 Euro Steuern bezahlt, sollte für jeden, der nicht immer freitags auf der Klimademo war, eigentlich logisch sein. Aber es kommt dann immer die Neiddebatte, boah, die können nicht in absoluten Zahlen mehr haben. Na doch, aber Prozentrechnung ist schwierig und wenn es einfach da oben nur noch geistigen Durchzug gibt, so wie bei vielen der Grünen oder Roten inzwischen in diesem Lande, dann sollen sie mal weitermachen, bis dann irgendwann die Rente nicht mehr am 1. aus dem Automat der Sparkasse kommt. Dann ist Ende Gelände. Dann ist wirklich Ende Gelände. Aber die Leute, sie müssen es spüren. Sie müssen es spüren am eigenen Leib. Sie müssen es spüren wie im Winter, wenn wir frieren ohne Gas. Sie müssen das Leid erst selbst spüren. Sie müssen sprichwörtlich Dreck gefressen haben, bevor am Ende irgendetwas passiert. Und dann ist es meistens allerdings zu spät. Wir haben hier schon die kritische Masse wahrscheinlich erreicht in Deutschland. Wenn wir sehen, was in England los ist, sie brauchen nur noch einen Grund, einen Auslöser und dann geht es los. Dann gibt es Clash of Clans quasi auf deutschen Straßen. Und dann heißt es nur noch, Leute, wo sind die Flieger? Wo sind die Flieger? Wo können wir hinfliegen? Dubai, doch woanders hin. Und dann kann man nur noch mal sagen, hier sind sie wieder. Ihr braucht sie. Ihr braucht sie alle ganz dringend. Ihr braucht alle ganz viele deutsche Pässe. Und wenn ihr euch einen anderen besorgen könnt, dann macht das. Das Staatsbürgerschaftsrecht wurde angepasst. Ich als deutscher Staatsbürger darf mir jetzt auch eine zweite Staatsbürgerschaft holen. Wer will, wer möchte, wer hat noch nicht? Ich würde nehmen die Schweizer. Ich würde allerdings auch nehmen die amerikanische. Oder eine aus der Karibik. Es gibt mit Sicherheit noch weitere Länder, für die ich hier offen wäre, wenn sie mir denn eine Staatsbürgerschaft geben wollen, eine Permanent Residence. Ich würde nicht Nein sagen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du einen Reisepass? Wie siehst du das Ganze mit der Terrorfinanzierung der Regierung? Das passt mal wieder wie mit der Taliban-Finanzierung in Afghanistan. Manche würden sagen, sarkastisch, da passt wieder der Arsch auf den Eimer. Aber wir lassen das. Ich sage, abonniere den Kanal, dass wir die 100.000 vielleicht diese Woche endlich mal erreichen können. Ansonsten, ich habe noch X und Telegram und sage, ciao, bis bald.